Leute, heute kommt ein neues Video, nämlich ein Haul. Ja, wieder mal ein Haul, weil wir waren gestern in Kaufland und ja, hopp, wir haben schön eingekauft. Am meisten Essen, weil ja in Kaufland eigentlich ein Essladen ist. Aber ich habe mir natürlich auch da Shampoo, also Sachen für den Lager gekauft und auch ihr etwas, was ich für mich selber gekauft habe. Aber da werde ich euch gleich zeigen. Ab vor. Übrigens ist, wenn ihr dieses Video seht, also am Montag, am 29. Februar, ist dann, könnt ihr mich nicht mehr sehen, bis am Freitag, also vom 29. Februar bis am 4. oder 3., also vom 29. bis am Freitag bin ich im Lager und da habe ich kein Video mehr zu drehen. Das tut mir auch leid, aber ich hoffe, ich kann Videos drehen, dass ihr überhaupt etwas habt. Also, dass ihr nicht reklamiert. Und ich denke, wir fangen eigentlich jetzt auch an mit dem Haul. So, was ich für mich gekauft habe, aber ich werde es, denke ich, auch mitnehmen, ist ein Lip Butter. Da gibt es einfach Lip Butter, die günstig sind. Bei uns kosten die Lip Butters wirklich, soll ich wirklich sagen, wie viel die kosten? Also dieser Pack, wo ich gekauft habe, das kostet 5 Euro irgendwas. Und ein Lip Butter bei uns, nur eines, kostet 5 Franken irgendwas. Und das da hier, also ein Lip Butter im Kaufland kostete nur 1,95 €. Also wirklich, Leute. Günstig. Günstig. Wirklich günstiger als hier. Weil Schweiz ist eine sehr, also ein teuer, wirklich teuer. Es ist in der Schweiz richtig teuer. Aber so leben wir hier. Und wir kommen eigentlich auch klar damit. Also. Ja, und ich habe mir Coconut geholt, weil ihr wisst ja, dass ich Coconut schon habe. Aber ich habe es verloren. Also jemand hat es mir geklaut. Wer soll ich jetzt lieber nicht sagen? Es ist nicht meine Schwester, das. Nein. Es ist niemand aus meiner Familie. So. Das habe ich gekauft, weil es ja 1,95 € kostet und meine Mutter war damit einverstanden, also von dem her. So, jetzt komme ich zu den Lagersachen, was ich für den Lager gekauft habe, weil ich halt Sachen brauchte. Bei uns da im Lager dürfen wir kein Sprühdeo oder Parfüm mitnehmen. Das bedeutet, ich musste mir ein Rolldeo kaufen. Dieses Deo hat 1,95 € gekostet oder so. Ja. Und wirklich, wenn die Alarmanlage angeht, dann kommt die Feuerwehr und die Lehrer müssen 10.000 Franken bezahlen, auch wenn nichts brennt, nichts ist. Nur weil wegen der Parfüm oder Deo. Da muss man ein Rolldeo kaufen. Also mitnehmen oder auch gar kein Deo oder so, aber ich nehme natürlich eins mit. Und das ist von Nivea, das Fresh Pur Aluminium 48 Stunden milde Pflege lässt die Haut atmen. 50 Milliliter. Meine Mutter ist auch ganz gut. Also, sie nimmt immer solche Rolldeos für die Arbeit und so, weil sie als Putzfrau arbeitet und weil sie das einfach gut kann. Und jetzt denken sehr viele, oh mein Gott, seid ihr arm oder so? Nein. Also, nur weil meine Mutter als Putzfrau arbeitet, bedeutet das nichts. Also meine Mutter liebt halt einfach zu putzen. Also, und da kann ich nichts dafür. Das ist ihr Hobby, nicht meine. Ja. Und meine Mutter hat mir schon mal das hier gekauft, nämlich von Nivea, das Invisible for Black and White. Keine weiße Rückstände, Deo, Rollendeo. Ich habe auch das Sprühdeo. Ich hole es mal kurz. So, das ist dieses hier. Hier sieht man es genau gleich, nur dass es das Sprüh ist. Und ich habe auch gar keins mehr, wirklich. Es ist leer. Und was mich eigentlich auch schon ein bisschen traurig macht, weil das echt gut war. Ja, aber jetzt habe ich ja dieses. Also, ich habe es auch oft benutzt.
ist, egal. Das Blöde ist, man kann es nicht mehr drehen. Sieht man es? Man kann es nicht mehr drehen. Egal. So, wir gehen jetzt weiter. Das ist das, was ich gekauft habe. Und ja. So, dann habe ich mir Zahnbürste und Zahnpasta gekauft. Das muss ja natürlich auch sein, weil Zahnpasta und Zahnbürste braucht wirklich jeder. Und niemand möchte kaputte Zähne. Ich habe keine kaputte Zähne. Meine ganze Familie hat keine kaputte Zähne. Also meine Schwester, die braucht vielleicht eine Zahn. Sie braucht eine Zahnspange, aber das bedeutet nicht, dass sie kaputt sind. Ja, egal. Und zwar ist diese Zahnpasta von Elmex. Sicher alle kennen diese Marke. Wenn nicht, dann probiert doch mal die Marke aus. Wirklich, die ist gut. Als Zahnpasta-Marke ist die wirklich gut. Und das da hier ist diese Zahnbürste, die ich gekauft habe. Nämlich ist sie blau und die ist von Dental. Ja, das ist dieses Stück hier. So, diese zwei Sachen, also ich und meine Schwester haben Zahnpasta in einem Zweipack gekauft und Zahnbürsten in einem Zweipack. Nur, dass die Zahnbürsten nicht die gleiche Farbe hat. Nämlich habe ich das Blau genommen, sie das Grüne. Lieblingsfarbe halt. Und sie hat so ein Blaues gekauft und genommen. Und ich habe dieses Rote. Sie hat von Almex oder so die andere Marke. Egal. Next, please. So, dann habe ich. Meine Schwester natürlich das gleiche gekauft, nämlich Shampoo. Wir haben das gleiche Shampoo gekauft, wir haben auch das gleiche gekauft. Meine Schwester hat sich auch ein Labello Lip Butter gekauft, weil sie noch gar keins hatte. Sie darf natürlich auch noch was haben. Und sie hat einfach Vanille Macadamia genommen, weil ich das ja schon habe und sie immer von mir das Vanille Macadamia ausleiht und es mich wirklich langsam nervt, weil sie es sehr schnell oft benutzt. Und ich hoffe, dass sie es mir endlich mal zurückgibt. So. Also ja, das ist dieses. Wir kaufen wirklich immer von Schwarzkopf. Schau mal, wirklich, kauft euch das auch mal. Also ich denke, es wird euch helfen. Und also unsere Familie ist eigentlich brünett, außer meine Schwester, die hat ein bisschen ein, ja, blondstichiges Haar, aber sie hat jetzt wirklich ein bisschen dunklere Haare, aber ich habe wirklich richtig dunkle Haare, außer weil ich sie gefärbt habe, das wisst ihr ja. Und ich bin wirklich zufrieden. Ja, das ist die Geruch. Das ist die Geruchssorte Kokosnuss. Ich bin wirklich ein Kokosnuss-Fan. Und das. Auch wenn ich so verstopfte Nase habe, ich rieche wirklich alles dadurch. Also ja, und das ist eigentlich auch voll die schöne Verpackung, weil die so goldbraun ist. Und aber ich denke, das ist sogar zu groß, weil ich dusche ja nicht jeden Tag da so. Ja. Aber ich kann das ja auch für nächstes dann auch benutzen. So. Und ja. Ich freue mich wirklich. Ich habe euch ja bei einem Vlog diese Schuhe hier gezeigt und die wollte ich euch trotzdem nochmal zeigen, weil ich einfach Lust hatte. Also, hier sind die nochmal. Die sind einfach so pink und weiß. Und hier, wie man sieht, sind sie auch ein bisschen grau. Und schwarz hat es auch dann noch drin und so. Und innen hat es so ein Fell. Das ist Bombe, sieht man es. Wirklich. Und ich habe die Nummer 39 geholt. Also, mehr gesagt, meine Mutter, ich habe ihr gesagt, dass sie 39 holt. Weil ich persönlich 38, 39 trage. Und wenn ich dann bald 9, ich habe hier bald 39. Das bedeutet, wenn ich 38 nehme,
und ich dann 39 habe, dann sind sie mir zu klein. Und darum halt 39. Die sind hier bei der Sohle so braun-pink. Und die haben übrigens, wenn ich überhaupt noch den Preis hier dran habe, das weiß ich gar nicht. Ich denke, die haben 51 Franken gekostet, aber I don't know. Das steht ja nirgends. Aber das sind ja Schuhe, also von dem her, die kosten ja nicht, sicher nicht so wenig. Ja, egal, oder? Oder möchtet ihr es wissen? Ich bin mir immer so nicht sicher. Ja. Ich frage mal meine Mutter, vielleicht weiß sie es noch. Also tut mir leid, meine Mutter weiß es leider nicht mehr, aber ich verabschiede mich von meiner Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen möchtet. Genau. Genau. Und ja. Tschüss, Leute. Und übrigens, nicht vergessen, ich bin am 29. bis am Freitag nicht mehr hier. Also kommt kein Video mehr bis dahin. Das bedeutet, am Samstag kommt dann wieder ein Video. Ja. Bis übermorgen oder ja, irgendwann. Und ja, aber es kommt noch zwei oder ein Video bis jetzt. Ja. Tschüss.